Also hier habe ich fast alle Liedtexte gefunden, die von unseren ersten beiden Alben stammen, weil wir haben ja zu Beginn alte Schweizer Volkslieder ausgegraben und die dann verrumpelt, wie wir oft gesagt haben. Und hier nahm das eigentlich alles seinen Anfang. Die Geschichte dahinter ist eigentlich, dass ich meine Abschlussarbeit hätte schreiben sollen. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, eben alte Schweizer Volkslieder auszugraben und habe dann Stück für Stück hier immer mehr Texte zusammen. Stell dir vor, ich wär ein König, wo hätte zu der Zollmerie. Oh, stell dir vor, ein Schloss aus Honig. Also eines der Lieder ist zum Beispiel eines, das wir heute spielen, das heißt «Dubenhaus». Das ist so eine Zusammenstellung von verschiedenen Gesetzli, haben die geheißen. Gesetzli waren so Trotzverse, die die Mädchen und Jungs einander immer so vorgesungen haben, quasi im, so als Duett oder so. Und die waren oft, die haben oft auch sehr etwas Frivoles und das sind so die Sachen, die mir gefallen haben. Ich habe halt die Sachen gesucht, die jetzt nicht so gegen den Strich gebürstet sind und schön irgendwie unsere Schweizer Heimat und die schönen saftigen Wiesen und so. Das meiste war halt so. Und was mich halt interessiert hat, waren eben diese Lieder, die so ein bisschen auf der Schattenseite gespielt haben oder die eben so etwas Frivoles hatten oder Trauriges und so. Die Sammlung ist eine Sammlung von 2300 Bildern von Schweizer Kleinmeistern aus Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert. Und diese Sammlung wurde der Nationalbibliothek übergeben. Diese hat sie digitalisiert und unter Creative Commons Lizenz öffentlich zugänglich gemacht und deshalb für diesen Hackathon zur Verfügung gestellt, damit Leute, die neu aufmischen, andere Dinge damit machen können. Google-Man Galaxy ist eine dreidimensionale Bilderwolke, wo all diese 2300 Bilder aufs Mal dargestellt werden. Ähnliche Bilder sind nahe zueinander angeordnet, unähnliche weiter voneinander entfernt. Und diese Wolke kann je nach Fragestellung unter vier verschiedenen Kriterien neu angeordnet werden, so dass dies erlaubt es, Nachbarschaften zu entdecken, die man aus einem reinen Textbeschrieb, aus Kategorien nicht direkt sich erschließen könnte. Als Architekt und auch sonst fängt man wahrscheinlich nie mit einem komplett weißen Blatt an und basiert jede kreative und auch sonst Arbeit auf bereits Dagewesenem und versucht daraus zu lernen und Schlüsse zu ziehen. Solche Werkzeuge, hoffe ich, können einem dabei helfen. Ich bin stetig auf der Suche nach neuen Produkten. Und der moderne Koch muss neue Sachen entdecken und dann stößt man irgendwann auf spezielle Produkte wie eben den Verschi. Der Verschi-Produzent kommt aus den Wallis, der hat mich auf die Mediathek hingewiesen und mir das erste Mal von diesem Dokument erzählt. Die Schriftrolle ist vom Koch von Karl dem V. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und sie enthält Rezepte von damals. Verschi ist der Saft von grünen, unreifen Trauben, also ein Traubensaft, ein pasteurisierter Traubensaft. Grundsätzlich lässt sich Verschi überall einsetzen, von Süßspeise bis Getränke, im Fleischbereich Fisch, was auch immer. Man kann ihn zum Ersetzen von Zitrone, Essig oder auch Weißwein benutzen.
Sie ist eine hoch anregende Person. Also, ich würde sagen, es ist einer von den, für mich von den wirklich grossen Intellektuellen in dem 20. Jahrhundert, der sich zu allen möglichen Themen Gedanken gemacht hat und die auch aufgeschrieben hat, ob das Politik ist, ob das Kunst ist oder ob das die gesellschaftliche Entwicklung ist, ob das Philosophie, Theologie ist. Und natürlich nicht zuletzt seine eigene Rolle in der Welt immer wieder angezweifelt und kritisch hinterfragt hat. Also etwas zeitlos Modernes hat, nicht nur in seinen Liedern, sondern auch in seinem Denken. Ja, die Nationalbibliothek war ganz wichtig, weil der Nachlass von Mani Matter liegt im Literaturarchiv. Das sind 31 Archivschachteln. Und das war die Basis von diesem Buch. Die 31 Schachteln bin ich durchgegangen und habe eigentlich dann aufgrund von dem Material gesehen, wie facettenreich die Person Mani Matter ist. Ich habe als erstes überhaupt einen Einblick in das Familienleben, das er hatte, als Kind hatte. Die Wichtigkeit von seinem Vater, der hoch anregend war, gerade auch auf dem literarischen Gebiet von Mani Matter. Es gibt auch einen Briefwechsel zum Vater, der aufschlussreich ist. Es gibt Tagebücher, es gibt Schulhefte, es gibt ein Tonarchiv. Man kann quasi dem Mani Matter beim Verfertigen seiner Lieder zuschauen. Es gibt Typoskripte, wo man sieht, wie die einzelnen Lieder, also wie viele Fassungen zum Beispiel vom Lotti das es gibt. Oder man sieht, wie akribisch, wie genau, wie unerbitterlich strenger er war in der Arbeit. Das ist ihm also nicht irgendwie einfach aus der Hand geflossen, das hat er sich erarbeitet. Ich glaube, das ist der Ort, wo die Geistesgeschichte von dem Land eben ihren Ort hat, ihr Archiv, wo man das aufbewahrt. Die Vergangenheit als solches ist vorbei, aber wir haben jede Menge Zeugnisse über die Vergangenheit und die müssen wir konservieren, weil das ist ein Teil von unserer Identität.